Genau. Den einen aufgetaut, den anderen gleich eingefroren. Oh, das war kein Missile. Okay. Nicht gut. Gut, dankeschön. Und wieder ein Quick Save, damit wir das nicht alles nochmal machen müssen. Bei dir lasse ich mich nicht so oft anspucken, wie es dir gerne passen würde. Ah. So. Ich hätte, glaube ich, schon mal den Ausgang aus diesem Geiers Gebiet gefunden da hinten. Nur was bringt mir der Ausgang? Ich bin hier noch lange nicht fertig. Also ich hätte nicht gedacht zum Schluss hin, dass der Geiers Gateway hier noch solche, also der Yggdrasil hier noch solche Ausmaße annimmt. Das hier scheint der Ausgang zu sein. Jo. Da will ich aber nicht raus. Der bringt mich nur in Shadowlight die weit zurück. Ich bin aber in Yggdrasil noch nicht fertig. Ja. Die Frage ist halt auch, will ich noch gerade weiter gehen, so angeschlagen wie ich bin? Hier ist eine Treppe hoch. Gut, damit kann ich umgehen. Damit habe ich wohl jetzt gerade den ersten Hebel hier unten aktiviert. Ah. Ein Blob. War ja auch nichts anderes zu erwarten. Boah, gerade noch so ausgewichen. Und stirb. Gut. Wie gesagt, soll ich erst mal einen Kristall wiederfinden, der irgendwo da hinten war? Oder soll ich mich hier weiter umschauen? Das
Na gut, das war's jetzt schon mal mit umschauen. Ich kann zwei Sachen machen. Erstens. Trapdoors, die über mir sich geschlossen und geöffnet haben. Okay. Ah, ich bin hier? Das ist mir jetzt gleich aufgefallen. Oh. Hi. Ja, Tatsache, ich bin hier. Da wollte ich ja nicht weitergehen, habe ich gesagt. Gott. Es geht hier was auf und zu gerade. Ups. Wo bin ich jetzt? Wieder hier, okay. Das war nicht meine Intention, die ich hatte. Das ist der Ausgang in dem Bereich. Den wollte ich eigentlich auch nicht. Ich wollte eigentlich hier außen rum. Ja, das hier. Hat leider nicht hier geöffnet. Nein. Ah, ich könnte mich darüber warpen. Hm. Das wäre eine Idee. Hier war ich auch schon. Achso, ja, das war der Bereich. Gut. Welche Treppe müsste ich denn runternehmen? Ich glaube, die da. Oder die da hinten. Die da. Das ist jetzt die große Preisfrage. Komme ich zu der da hinten? Ja, komme ich. So, dass ich nämlich mal einen richtigen Safe wieder habe und mich mal wieder auffülle, richtig? Außerdem war ich hier unten auch noch nicht fertig. Ja, ich kann nämlich hier immer noch rein. Jetzt hat sich hier irgendwas in der Nähe geöffnet. Ah, das hier. You hear Trapdoors closing above. Mhm. Den da habe ich noch nicht geöffnet. Wahrscheinlich ist das für den Öffner hier irgendwo drin. Und in dem Bereich komme ich gerade auch nicht rein. Da müsste ich nämlich irgendwo wahrscheinlich hier runterfallen. Hier, wenn ich hier runterfalle, dann nicht hier. Wenn ich da hochgehe und hier irgendwo runterfallen, müsste ich... Nein, das ist zu weit. Weg. Aber wie gesagt, da könnte ich runterfallen. Da lande ich, glaube ich... hier. Und da wäre ich hier in dem Bereich, ja. Ah, wie gesagt, ich will erstmal hier reingucken. Weil die Krabben... ...mir gerade fünfmal lieber sind als die Schleime.
So. Und wenn ich jetzt auch noch Hast anmache. Geht das noch einfacher. Kann ich mich nämlich heilen. Kann das freudige Spiel machen. So, heil mal wieder. Heil nochmal. Mach eine neue Hast rein. Ich kann diesen hier machen. So, wieder heilen. Und weg ist er. Ha. Klappt doch ganz gut. So, jetzt ist nur die Frage, ist hier drin etwas? Ja, hier drin ist etwas. Was hat hier? You heard a rattling of particles above you. Hm. Hier hat das nichts geändert. Warum auch? Sollte das da was ändern? Ich habe einfach nur den Weg hier hoch aufgemacht. Yay. So, und es wurden Fallgruben hier oben geschlossen. Hm. Ups. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Hm. Wie gesagt, wie man da reinkommt, weiß ich noch nicht genau. Ja gut, ich wüsste, wie man da reinkommt. Da kann ich jetzt aber leider gerade nicht mehr reinfallen, weil da alles geschlossen ist. Nämlich hier runterfallen. Hm, wo lande ich hier? Ah, hier lande ich doch hier drin. Ja. Du bist nervig. So. Und damit machen wir das hier auf. Aber nicht das hier. Hm. Also ja, wie gesagt, da drüben konnten wir nicht reinfallen. Ich glaube, da drüben ist auch nichts Besonderes. Gut, ich würde sagen, ich mache mich mal dünne zu unserem blauen Kristall zurück.
Die sind ja auch wieder ein bisschen angeschlagen, unsere Leute. Oh, ich dachte jetzt gerade schon, das wäre ein Schleim gewesen, aber es war zum Glück nur der Drache. So, und dann würde ich sagen, an dieser Stelle mache ich erstmal wieder einen Cut. Also, bis zum nächsten Mal.